Leider. Also hätte keiner mit gerechnet nach Weihnachten. Schon das Hochwasser, was wir hatten ab Weihnachten. Ja, jetzt wieder Hochwasser, wie man sieht. Und ja, schade für die Gäste vom Inselgasthof Nass. Schade für die Mitarbeiter, schade für unseren Chef. Ja, wir können nichts machen, Naturgewalten. Ja, mit welchen Folgen ist es wieder geschlossen? Ja, jetzt ist erstmal voraussichtlich bis Dienstag geschlossen, der Inselgasthof. Und wir wollen hoffen, dass wir Dienstag ganz normal unseren Betrieb wieder aufnehmen können. Ja. Man hat ja jetzt nicht mehr damit gerechnet, weil das Wasser war ja zurückgegangen. Es ist ziemlich zurückgegangen, also es ist ja fast über 2 Meter gefallen. Und keiner konnte damit rechnen, dass jetzt noch so viel Regen wieder in ganz Deutschland runterkommt. Ja, schade. Das ist auch Wie weit ist das denn gestiegen heute Nacht? Ich denke mal heute Nacht definitiv wieder 50 cm, 60 cm höher. Die Brücke ist leider schon wieder zugeklappt. Heute arbeiten ist auch nicht mehr möglich. Ja, warten wir ab. Wollen wir hoffen, dass es schnell wieder weg ist. Ja, natürlich. Ne? Wir wollen jetzt voll darauf eingestellt, wieder schön zu arbeiten, wieder alle da zu sein, die Gäste zu bedienen. Ne? Aber leider Gottes ist jetzt wieder alles zu. Ne? Das ist leider schade darum, auch für uns und auch für unsere Chefs, die haben alle nicht damit gerechnet. Ab wann hat sich das denn abgezeichnet? Ja, seit gestern Abend. Seit gestern Abend haben wir dann die Info gekriegt, dass wir halt nicht mehr aufmachen können, dass die Brücke wieder geklappt worden ist. Das ist natürlich schade für uns. Ja, wir haben uns alle natürlich darauf gefreut, wieder zu arbeiten. Ja. Jetzt ist wieder zu. Jetzt ist wieder zu, leider Gottes. Jetzt ist höhere Gewalt wegen des Hochwassers. Schaffen wir es nicht. Jetzt bin ich auf dem Weg, um mal zu schauen, wie weit es ist. Aber ich habe den meisten Eltern auch schon für nächste Woche abgesagt. Zumindest für Anfang der Woche. Jetzt kommt man auch nicht mehr rüber. Jetzt kommt man auch nicht mehr rüber, nein. Es war jetzt schnell, die zwei aufeinanderfolgen.